So, Freunde, weiter geht es. Haben wir das noch? Und dann gucken wir, ob wir upgraden können, was? Natürlich nicht. Oh, Money. Überall Zeit. Krass. Oh Mann. Bogenschützen. Und Rest war einer, oder? Ich muss die alle ausschalten. Wo sind die hin? Da. Das sind erstmal das, die Fackeln, oder? Also nicht die Fackeln, sondern die Leuchten von denen. Oder so. Scheiße, dann. Ah, nee, doch nicht. Das ist gut. Den Helmern? Keine Ahnung. Ja, ich bin Helmer. Ey. Gut gemacht. Wenn wir abbrechen, fällt man vom hohen Rock, was? Steine. Rechts entlang. Ah, hallo. Vitalis, Amicia, er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Sehr Böses? Was denn genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Er fängt gleich an. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Sind das Wachen? Ja. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich hab gehört. Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Oh, das sind Bogenschützen. Gleich an. Gar nicht Bogenschützen. Gehen wir, gesehen. Hugo. Mama ist da drin. Gut. Bogenschützen. Danach. Ja, sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich hab gehört, seid mal Kinder. Haben die Helme an? Nee, die Bogenschützen nicht. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Warum stellst du dich mitten ins Schießfeld? Stellst du dich hinter die Kisten? Guck dich, guck dich. Da schießt einer. Ich seh's. Na, einer runterkommt. Was ist noch da? Ist das Bogenschützen? Nein. Wahrscheinlich schon die Fackel. Gehen wir hinein.
der Familie. Melly! Hilf mir! Es darf niemand herein! Nicht verstehen, Beatrice. Mama! Mein Kind. Hugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Er hat die Schwelle überschritten. Geht, ihr müsst hier raus! Ich will mal nicht so sein. Hugo, bist du bereit? Ja, sie sind hier. Na dann los. Bleib dicht bei mir. Wir sind bei euch. Lasst sie gehen, Vitalis. Das ist eure letzte Chance. Hugo, deine Kräfte. Es geht mir gut, keine Sorge. Ja, er ist ein begabter Schüler. Zu schade. Wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Ruhe, Tatterkreis! Wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören. Aber seht euch doch an! Taumelt auf mich zu, wie verlorene Schäfchen auf ihren Hirten. Genug, Vitalis! Ihr seid allein! Geht uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Und seine Freunde ebenso. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Könnt ihr sie hören? Die Engel. Die Engel einer neuen Welt. Zurück! Das Licht, sie hat gesehen. Los! Lukas, Melly, bleib hier! Nein, ich helfe dir! Ich kann! Es ist unser Blut, Melly! So gut. Vernichtet ihn! Na gut. Weiß wie schwarz. Vereint euch und verschlingt sie! Was zum... Oh, Melly, was soll? Er lässt sich neu formieren! Sie halten nicht an! Das Licht hält sie nicht auf! Das kann ich auch! Bist du sicher? Dann los, Hugo! Das ist unsere einzige Chance! Oh ja. Kannst du nichts machen? Los! Ich muss die Ratten sammeln. Du sollst das Feuer ausmachen, damit du überhaupt Ratten sammeln kannst. Und unsere haben Angst vor dem Feuer. Seht zu, Beatrice! Werdet Zeuge! Ihr seid gekommen, um mich herauszufordern! Nein, das wird ich gar nicht. Neues Material links. Schaffst du nicht, ich musste. Ja, ich hatte voll auf. Wir gewinnen, Amicia! Nein. Danke für die Materialien. Oh. 1, 2, 3 noch. Ja, dann schmeißt noch eins runter, aber egal.
müssen sie sich neu formieren. Sie halten nicht ab. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Du meines Bruders. Ihr seid nicht zu fassen. Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Seh zu, Beatrice. Werde Zeugen euer Geschlecht und geht euch doch an, Vital. In Ruhe! Sie sind doch Kinder! Falsch! Sie sind Überbleibsel einer alten Welt! Haltet ein! Wird alle Wände runtergebrochen? Doch auch. Aber du hast Angst. Wahre Macht! Die Gabe des Selbst! Amicia! Ich bin die Einheit! Ich bin das Blut allen Blutes, das alle und jeden verbindet! Komm zurück! Bleib bei Hugo! Oh mein. Soll ich jetzt gegen den kämpfen? RT? Kannst du nichts machen sonst? Die Ratten rufen oder so? Komm zu mir. Was kommst du dann denn raus? Nee. Da. Schieß auf ihn! Einsparen lassen. Am besten wartest du immer hier vorne, bis der Eimer oder bis. Ja, super. Ich muss in so eine Ecke. Ja, aber da musst du in eine andere Richtung rennen, sobald du das in so eine Ecke bestimmt wird.
So. Was soll ich machen? So, wer ist denn da? Weg. Was soll ich machen? Der mittlere Weg muss frei sein, damit er seine Waffen daher schicken kann. Deswegen musst du die... Weg, 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 weg! Absolviert! Lasst uns eins sein! Bald werden sich uns an! Du musst doch nicht auf die Ratten wechseln. Nein, jetzt ist der Mittelweg. Nein. Falsches. Falsches. Kannst du auch zwei nebeneinander machen, ne? Ja, ja. Weiß, aber ich möchte mir halt Platz einsparen. Irgendein Viech ist auf unserem Tisch. Das ist eine kleine Mücke. Trotzdem. Jetzt kann ich neues Feuerlichtzeug machen. Ja, ja.
Okay, gut. Ist es wirklich vorbei? Nein, da kommt noch ein zweiter Teil. Ist eigentlich schon raus? Nee. Wann denn? 18.10.2022. So, ich weiß. Oh. 18.10. erst? Och, nö. Du warst 2 Wochen oder sowas. Über 2 Wochen. Das ist viel schneller. Taschen? Der Abspann? Keine Ahnung. Da kommt jetzt noch 10 Minuten Text. Oh. Kapitel 17. Hä? Ich dachte, es gibt nur 16. Füreinander. Gut. Gehen wir. Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist zäh, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt. Ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da. Aber es ist leer. Ha, ich kann nicht glauben, dass die Ratten... Oh, Amicia, sieh nur. Bleib das so. Willst du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste. Stimmt's, Amicia? Na gut, dann los. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Bereit. Los, Amicia. Okay. Slup. Ja. Hast du was vergessen? Nein. Doch. Na wo? Hä? Da. Ja, da. Hey, du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Und unser aller Respekt. Glückwunsch, Amicia. Wow. Der Apfel.
Tafel ist für dich, Hugo. Fürs Anfeuern. Oh, danke. Ich hab echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den dritten Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt. Hugo. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Das Dorf wieder aufbauen. Doch einige Häuser werden leer bleiben. Wenn der Biss uns in Frieden lässt, werden die Menschen zurückkehren. Dann stimmt es also? Du lieferst Getreide aus? Wir haben seit 3 Tagen keine Ratten gesehen. Wir müssen zurück an die Arbeit. Man sieht wirklich niemanden mehr auf den Feldern. Was für ein Elend. Ganz genau. Die Adligen, die Seniors. Glaubst du, die machen nicht? Hey, seht mal! Der Kleine! Oh nein! Nein, Junge, du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Aber der Jahrmarkt! Na los! Hey, Hugo! Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf 3. 1, 2, 3. Hey! Rennen? Kann ich. Welcher Karren? Auf jeden Fall nicht da lang. Ich bin direkt hinter dir. Du schlägst mich nicht. Schon gut, schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut. Amicia? Ja? Warum sehen Sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden. Weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Findest du mich hübsch? Ha, du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Lukas! Hey! Hilfe! Die Fliege greift an. Setz dich auf, kleine Mücke.
So wie es aussieht, war es das. Guck mal jetzt hier. Was hier, wenn ich noch fortfahren gehe. Was ist jetzt passiert? Selber. Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist C, oder nicht? Genau wie du. Schon 35 das stimmt, Minuten ich kann kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Ah, okay. Mal sehen, was wir machen gut, können. Dann war es das mit diesem Spiel. Und dann sehen wir uns in einem anderen Spiel wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Schön.